Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten über Wikipedia und aus dem Umfeld und so weiter. Heute gibt es erst einen Einleitungsteil von mir und dann ein paar Stimmen, die ich auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland eingefangen habe. Am letzten Samstag fand in Bamberg die 20. Mitgliederversammlung des Vereins Wikimedia Deutschland Gesellschaft für freies Wissen statt. Das war am 17. Juni. Ich selber bin schon sehr lange im Verein, habe ihn mitgegründet. Auf der Mitgliederversammlung sind üblicherweise 50 Leute, diesmal waren es über 100, weil Fördermitglieder angeschrieben wurden. Oder alle Mitglieder, ich glaube Mitglieder, die in der Nähe wohnen, so war es wohl, ob sie nicht Lust hätten, zur Mitgliederversammlung zu kommen. So waren über 100 Leute da, etwas weniger als die Hälfte waren aktive Mitglieder. Der überwiegende Teil war zum ersten Mal auf einer Versammlung. Ansonsten bekannte Gesichter, so andere Mitgründungsmitglieder. Die Leitung übernehmen schon fast traditionell Arne Klempert, auch Gründungsmitglied und ehemaliger Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland, und Alice Wiegand, die im Vorstand und im Präsidium von Wikimedia Deutschland war und jetzt im Präsidium der Wikimedia Foundation, der Dachorganisation der verschiedenen Wikimedia Chapter, ist. Das haben sie auch gewohnt zügig gemacht. Ein erklärtes Ziel ihrer Leitung ist eigentlich, die Versammlung so kurz wie möglich zu halten. Eigentlich sollen alle Diskussionen im Vorfeld abgeschlossen sein und die Versammlung ist dafür da, Formalkram zu erledigen. Ein Beispiel ist dafür immer Wikimedia Großbritannien. Die schaffen das in einer Dreiviertelstunde, den technischen Teil der Versammlung durchzuziehen. Finde ich gut. Ja, wenn man das so hinkriegt. Das Problem sehe ich darin, dass eben keine Diskussion im Vorfeld stattfindet oder eben nur sehr, sehr, an sehr seltsamen Orten, zum Beispiel Facebook. Ich habe vor mir die Tagesordnung, um mich auch zu erinnern, was da passiert ist. Der neue Vorstand wurde vorgestellt, Abraham Tahiriwand. Den habe ich auch in der letzten Folge von Wiki Stammtisch präsentiert. Nein, er hat sich selber präsentiert, beziehungsweise wir haben uns unterhalten und man kann uns zuhören. Da geht es in der Folge Nummer 60 um seinen Werdegang und seine Ideen zu Wikimedia Deutschland, wie es ist und wie es weitergehen könnte. Das kann ich empfehlen, sich das anzuhören. Was anderes wurde auch bei der Vorstellung nicht genannt. Es ist ja nur schon über ein Jahr, glaube ich, dass er im Amt ist oder die Stelle hat. Ja, dann ging es um die Umsetzung des Jahresplans und den Jahresabschluss 2016. Da gibt es eine Broschüre quasi, die wurde nochmal in Stichpunkten festgestellt. Und dazu hatte ich eine Anmerkung, und zwar wird die sehr schön präsentiert. Inzwischen hat sich Wikimedia Deutschland entschlossen, mit einem Grafikdesigner zusammenzuarbeiten oder einer Designerin, das weiß ich nicht genau, die wirklich gute Arbeit machen. Es gibt jetzt ausgedruckt als PDF und als Webseite. Sieht sehr schick aus. Was mir fehlt, ist eine Verlinkung zu den detaillierteren Angaben. Also es ist halt ein Jahresbericht, das ist eher ein High-Level, werden grob die Themen angeschnitten, an denen gearbeitet wird. Auch meine Nachfrage wurde auf Quartalsberichte verwiesen, die an die Foundation gehen und öffentlich sind und zwar nur auf Englisch vorliegen, aber die man einsehen kann. Mein Hinweis war, dass man das doch von diesem Jahresbericht aus verlinken kann, falls sich jemand für mehr Details interessiert. Kann ich ja in die Shownotes packen, den Link dazu. Genau, das werde ich tun. Es gibt Shownotes auf wikistammtisch.de, wo man sich das anschauen kann. Dann kam der Bericht der Kassenprüfer. Das sind ehrenamtliche Mitglieder, vier, glaube ich, an der Zahl, die stichprobenartig die Bücher prüfen. Die Wikimedia Deutschland wird sowieso von Büros geprüft. Die machen stichprobenartigen Sachen. Das macht auch immer Daniel Bauer, auch ein Gründungsmitglied, der auch im Gründungspräsidium mit war.
oder Vorstand hieß das, glaube ich, damals noch. Und überraschenderweise hatten diesmal die Kassenprüfer nichts auszusetzen. War schon fast eine kleine Tradition, dass sie fast immer die gleichen Sachen bemängelt haben. Es fehlte nämlich an eine Inventarliste, beziehungsweise eine verlässlichen Inventarliste. Es war Bewirtungsbelege war immer ein Problem, dass die nicht richtig ausgefüllt waren oder dass Mitarbeiter bewirtet wurden, was irgendwie gar nicht geht. Und ich bin da nicht so drin. Ich war selber im Präsidium zu der Zeit, als die Kassenprüfer sich immer sehr beschwert haben und habe auch immer die Kassenberichte nur gesehen und fand die Reaktion auch irgendwie immer nicht ausreichend, aber es scheint sich doch jetzt gebessert zu haben. Was mich sehr freut. Das Präsidium hat auch einen Bericht abgeliefert durch den Vorsitzenden Tim Morris Hector, was gemacht wurde, und da wurde insbesondere erklärt, wozu das Präsidium eigentlich da ist, was es eigentlich macht. Nämlich ist ein Aufsichtsgremium für die Geschäftsstelle bzw. für den geschäftsführenden Vorstand. Und es vertritt die Mitglieder, vertritt den Verein gegenüber den Mitgliedern. Diesen Satz, der steht in der Satzung seit der Gründung des Vereins, den kann aber niemand erklären. Was bedeutet es, den Verein gegenüber den Mitgliedern zu repräsentieren? Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ich bin für Vorschläge offen, was das heißen könnte. Wie es gemeint ist, selbst das, nee, das kann alles Mögliche bedeuten. Dann folgte die Entlastung des Vorstandes, die war, wenn nicht einstimmig, so doch mit wenigen Enthaltungen. Und dann kam ein Punkt Nummer 4, nämlich die Wahl der neuen Arbeitsgruppe Partizipation. Es hatte sich eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern, Ehrenamtlichen gegründet, die das Ermöglichen der Teilnahme an der Arbeit des Vereins zum Ziel hatte. Vorläufer war eine AG Wahlen, eine Arbeitsgruppe Wahlen, die das sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die Online-Wahl zu ermöglichen. Man kann jetzt die Präsidiumsmitglieder und andere Sachen eben nicht nur persönlich oder per Brief wählen, sondern eben auch online. Die Online-Wahl hat zu einer erhöhten Beteiligung geführt. Ich glaube aber nicht, dass sie die Partizipation erhöht hat, weil mir fehlen die Ergebnisse. Die AG Partizipation in diesem Jahr hat gar nichts gemacht. Es wurde kein Bericht abgeliefert. Ein Mitglied war auch da, hat sich aber bedeckt gehalten. Ist nicht direkt angesprochen worden, aber indirekt, und hat sich aber nicht geäußert. Also da scheint keine Idee gewesen zu sein. Ich hatte den Eindruck, so nach einigen Wortmeldungen, dass es die Meinung bestand, dass man diese AG nicht mehr brauchen würde. Was mich sehr überrascht hat, denn ich hatte mich entschieden, mich zu bewerben für diese AG-Partizipation. Ich hätte gedacht, dass das auch wieder beim letzten Mal ziemlich viele sind, die sich melden dafür, weil ich es halt für ein wichtiges Thema halte, Partizipation, Teilnahme an der Arbeit. Und das war auch damals der Grund für mich, ins Präsidium zu gehen, weil ich die Möglichkeiten für Mitglieder erhöhen wollte, an der Arbeit des Vereins mitzuwirken. Ich war dann, als ich nicht mehr im Präsidium war, ist genau das eingetreten, was ich befürchtet hatte, nämlich ich konnte nichts weiter tun. Ich hatte die Veränderung war noch nicht weit genug gediehen. Jetzt mal zugespitzt gesagt, was man zurzeit machen kann, ist sich an der Planung beteiligen und als aktives Mitglied dann abstimmen, wie viel Geld den geplanten Sachen zugeordnet werden. Wobei, was nun konkret geplant wird, nicht von den Mitgliedern entschieden wird, sondern von der Geschäftsstelle und zu Teilen auch vom Präsidium. Und was man noch mitmachen kann, ist, ja, das war's. Das war's schon. Es wird dann immer verwiesen auf Wikipedia und Wikidata, aber gerade bei dieser Versammlung wurde eben einigen Leuten sichtbar, hoffentlich, hoffe ich jedenfalls, dass es viele Mitglieder gibt. Ich meine, wir haben jetzt über 50.000 Mitglieder, die gerne nicht nur Geld geben würden und das so unterstützen würden, sondern gerne etwas tun würden. Und geht nicht.
So, es gab dann Diskussionen, die wir auch in eine Pause verlegt haben, um das jetzt nicht vom Plenum zu tun. Und nach längerem Hin und Her kristallisierte sich der Vorschlag heraus, dass es Unsinn ist, diese AG von den Mitgliedern per Wahl besetzen zu lassen. Teilnehmen kann da jeder, der möchte. Das ist ein Argument, das ich nachvollziehen kann. Es wurde dann also beschlossen, diese AG weiterzuführen, sie aber nicht mehr zu wählen. Die Verantwortung erstmal, dass es weitergeht, hat Präsidiumsmitglied Gnom übernommen. Im richtigen Leben Lukas Metzger. Der wird die zahlreichen Leute, die sich gemeldet haben, die gern mitmachen wollten, ich habe, glaube ich, mehr als fünf gesehen, die sich dann meldeten und sagten, ja, sie würden da gern mittun. Und ich war auch unter denen, die sich dann natürlich gemeldet haben, nachdem ich schon kandidiert hatte. Und ich hoffe, dass es da weitergeht, dass die Möglichkeit im Verein, sich einzubringen, die Anzahl der Möglichkeiten höher wird. Ein Argument, was ich noch hörte, ist ja, dass die in der Geschäftsstelle immer offene Ohren haben. Man kann sich fördern lassen. Also fördern heißt immer Geld. Es gibt Geld, wenn man ein Projekt hat, was so ähnlich ist wie bestehende Projekte oder irgendwie mal was mit freiem Wissen zu tun hat, kann man Geld kriegen. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich glaube, dass Leute wollen, dass es eine Gruppe gibt, der sie sich anschließen können, wo sie etwas mitmachen können. Dass sie nicht erst neue Ideen und neue Projekte erfinden müssen und die dann durchhalten müssen. Das zehrt nämlich auch, und da gibt es auch nicht so viele, die das machen können. Aber wenn jetzt schon was wäre, wo man einfach nur hingehen muss oder sich schriftlich beteiligen kann, dann schon. Und nicht alle wollen Autor werden oder können Autor werden in der Wikipedia und nicht alle können Fotos machen für Wikimedia Commons. Da gibt es schon ein paar andere Möglichkeiten, die mir jetzt so vorschweben, aber das würde jetzt zu weit führen. Jedenfalls gab es eben keine Wahl der AG-Partizipation und auch keinen Rechenschaftsbericht, sondern einen Beschluss, dass das weitergeführt wird. Dann kam ein Beispiel, wo ein Beschluss auf der Mitgliederversammlung zu einem sehr schönen Ergebnis geführt hat. Es ging nämlich um die Fundraising-Banner-Kampagne. In der Wikipedia wird einem immer ein Banner geschaltet im Herbst, um die Spendensumme zu erbitten von den Lesern. Diese Kampagne läuft so, dass ein bestimmtes Spendenziel gibt, so und so viel Geld soll eingenommen werden, und wenn das erreicht wird, wird die Kampagne abgeschaltet. In den letzten Jahren wurde dieses Banner durchoptimiert, sehr professionell gemacht, so, aber es wurde immer aufdringlicher. Es war so so knapp vor Klinkenputzen. Ja. Also es war aufdringlich. Auf manchen Mobilgeräten überdeckte es die komplette Wikipedia-Seite, konnte dann nicht mehr richtig gelesen werden, wobei der Schließen-Button sehr klein war oder teilweise nicht gefunden wurde von den Leuten. Ja, und das fiel negativ auf, wurde darauf hingewiesen, wurde in der Mitgliederversammlung besprochen. Zunächst sehr emotional, aber dann doch auf das Faktische runtergebrochen. Und jetzt gab es eben Beratungen von kundigen Mitgliedern und von der Fundraising-Abteilung bei Wikimedia Deutschland. Und es wurde sich auf Grundprinzipien geeinigt, die jetzt für diese Banner gelten sollen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann wurde das Rahmenprogramm vorgestellt, was am Nachmittag stattfinden sollte. Und zwar sollte nach der Mittagspause, war schon klar, dass die Mitgliedersammlung zu Ende sein würde. War sie auch. Ist schon auf wenige Stunden jetzt schon reduziert. Man arbeitet daran, dass diesen langweiligen Teil, sage ich mal, diesen organisatorischen Teil, oder langweilig für viele, ja, die da hinkommen, ja, die kommen dorthin, haben auch mehrere gesagt, um zu sehen, was macht denn eigentlich dieser Verein, dem ich gern Geld spende, weil ich Wikipedia gut finde. Und die finden auch immer ganz gut, was der Verein tut. Das sollte ihnen jetzt näher vorgestellt werden, und dazu hatten sich die Mitarbeiter aus der Geschäftsstelle etwas sehr Schönes ausgedacht, ein Jahrmarkt des freien Wissens und parallel Wikipedia und Wikidata Einführungskurse. Bei diesem Jahrmarkt des freien Wissens gab es Stände,
wo man ein Glücksrad drehen konnte und Fragen zur Wikipedia beantworten. Oder es wurde ein Theaterstück aufgeführt, wie Wikipedia jetzt genutzt wird, wie es in der Vergangenheit war, mit Wissen bekommen und wie es in der Zukunft sein könnte. Und man konnte, tja, ich habe es mir angesehen, aber nicht so ganz verstanden, man konnte sich gebastelte Käfer angucken, so elektronische Teile, die wohl irgendwie Daten austauschen und auf freien Daten beruhen. Das war aus Ergebnis eines Projektes. Wikidata war noch ein größeres Thema. Genau. Und das haben sich die Leute angeschaut, um zu wissen, ja, um mehr Einblicke in die Arbeit von Wikimedia Deutschland zu kriegen. In der Mittagspause bin ich dann mit dem Mikrofon rumgelaufen und habe die Leute nach ihren Erwartungen gefragt. Und habe auch etliche Stimmen eingefangen und das spiele ich jetzt mal ab. Wir sind heute hier auf der Mitgliederversammlung der Wikimedia Deutschland e.V. Vereinigung in Bamberg. Ich bin noch ein bisschen aus dem Atem, weil ich gerade aus dem Raum rausgegangen bin und habe Martin Rulsch getroffen, der gerne was sagen will zu seinen Eindrücken. Ja, ich habe selten ein so zufriedenes und glückliches Publikum gesehen bei einer Mitgliederversammlung. Alle quasi Beteiligten waren, glaube ich, zufrieden mit den Vorstellungen von Vorstand und Präsidium und freuen sich jetzt, glaube ich, auch auf den Jahrmarkt des freien Wissens. Und Bist du da beteiligt am Jahrmarkt? genau, ich bin im Schwerpunkt 2 dabei, helfe Leuten, Glücksräder zu drehen und Fragen zu beantworten dazu, sie vielleicht auch lokal zusammenzubringen, denn wir stellen unsere lokalen Räume vor und auch die Stammtische der Wikipedia. Und freue mich darauf. Ansonsten haben wir auch Trostpreise, Giveaways, Wikipedia, Brillenputztücher, Schlüsselbänder und so weiter. Okay, ich bin angefixt, wir sehen uns dann nachher am Glücksrad. Alles klar. Hallo Tim, Moritz Hector, sag doch mal ein paar Worte zu der Mitgliederversammlung heute. Die 20. war es, glaube ich. Ja, es war die 20. und ich war begeistert, wie viele Leute hier waren, die noch nie vorher auf einer Ja, das war Mitgliederversammlung waren. cool. Das waren noch mehr als die Hälfte der Leute war vorher noch nie da. Waren da, glaube ich, mehr als jemals, oder? Und es waren auf jeden Fall von den Anmeldungen, mir liegen noch nicht die genauen Zahlen dazu vor, wie viele Leute tatsächlich jetzt hier waren, aber von den Anmeldungen haben wir die Rekorde weit übertroffen dieses Mal. Es waren über 170 Anmeldungen für diese MV und ja, auch viele Fördermitglieder hier, die sich einfach interessieren wollten. Und ich hoffe, dass die jetzt auf dem Jahrmarkt hier des freien Wissens nochmal die Möglichkeit haben, sich auch einfach nochmal zu informieren, was der Verein macht und wofür er steht und wie man sich vielleicht auch einbringen kann. War auch eine gute Idee, nach Bamberg zu gehen. Es waren ja mindestens 5 Leute hier, die direkt aus Bamberg kommen. 5 Leute, immerhin. Ja, also Bamberg war jetzt vor allen Dingen, weil der Süden Deutschlands dran war gewählt, ne? Weil die Mitgliederversammlung, die wir im Frühjahr, Sommer haben, immer halt rotieren soll durch Deutschland, damit alle mal angesprochen werden. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass kleinere Städte häufig eine ganz tolle Anbindung an so eine Veranstaltung auch kriegen können. Also wir hatten jetzt auch die Wikicon, die große Wikipedia-Freiwilligenkonferenz, die hat auch in einer kleineren Stadt in Convestheim stattgefunden, in der Nähe von Stuttgart. Und da hatten wir sehr positive Erfahrungen, also das Veranstaltungsteam, das hier die Veranstaltungen vorbereitet, damit gemacht, das eben in einer kleineren Stadt zu machen, weil man dann auch von den lokalen Organisationen viel mehr als ein Großereignis wahrgenommen wird, als wenn man das zum Beispiel in Berlin macht, wo sowas halt dann eher untergeht. Gab ja heute auch ein bisschen Kritik an den Berichten von Präsidium bzw. an fehlenden Berichten. Ja, habe ich mitbekommen, nehme ich natürlich nochmal auf. Mir ist auch nochmal klar geworden, dass wir, glaube ich, über das, was wir uns zum Thema Zukunft und Strategie überlegt haben, noch sehr viel deutlicher kommunizieren müssen, vielleicht auch im Vorfeld so einer Mitgliederversammlung. Denn hier im Rahmen eines solchen mündlichen Berichts sind solche Überlegungen dann sehr schwer darzustellen. Vielleicht müssen wir dann nochmal klarer machen, was eigentlich unsere Idee jetzt gerade ist, wo wir da stehen. Und im Moment stehen wir da auch wirklich noch am Anfang. Wir haben jetzt das Thema erst seit wenigen Wochen überhaupt auf der Agenda. Aber grundsätzlich müssen wir uns, glaube ich, klar machen, dass wir besser kommunizieren müssen über das, was Präsidium tut. Von allen Dingen dann nochmal jetzt in diesem Zukunftsstrategiefähigkeitsbereich. Ich danke dir. Gerne. Okay, wir sind heute auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland. Ich habe hier vor mir die Natanja.
Erzähl mal ein bisschen über dich. Bist du zum ersten Mal hier? Bist du Fördermitglied oder aktives Mitglied? Was sind deine Eindrücke? Ja, also ich bin Fördermitglied und das seit ganz kurzer Zeit, seit ein paar Monaten. Aha. Und ich freue mich eben dabei zu sein, weil das ist meine erste Mitgliederversammlung. Und ja, genau. Und was waren deine Erwartungen? Ja, ich muss sagen, bei mir ist es so, ich möchte meine eigene Firma auch gründen. Mhm. Das ist alles auch so ein bisschen der Hintergrund, dass ich mal weiß, wie findet eine Mitgliederversammlung statt. Mhm. Und zum anderen ist es einfach so, mich interessiert eben das Thema überhaupt freies Wissen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, als aktives Mitglied hier auch tätig zu sein. Genau. Und jetzt bin ich eben gespannt, was es hier noch für weitere Aktionen am Nachmittag gibt. Was mir so ein bisschen halt fehlt, ist schon diese Struktur, an wen kann ich mich in welchem Bereich an wen wenden. Das fehlt mir halt schon irgendwie, diese Struktur. Ansonsten, die Verpflegung ist ja super, das Hotel ist sehr gut. Genau, Essen ist immer ganz wichtig. Ja. Wie ist dazu gekommen, dass du Mitglied geworden bist? Ich hatte schon mal vor 2 Jahren durch diese Aktion, durch diese Spendenaktion im Internet, ja. Das Banner. Genau, das Banner. Genau. Hatte ich schon angefangen, schon für Wikimedia zu spenden. Mhm. Und irgendwie hat mich das jetzt gereizt. Ich möchte aktiv was in diese Welt bringen. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, von meiner Philosophie des Lebens halt, wirklich mich aktiv für Menschen und für mich selbst also einzubringen, weil ich bin ja selbst auch ein Mensch. Mhm. Ich finde, jeder Mensch hat eben Talente und das möchte ich jetzt hier auch einbringen. Ich danke dir. Hallo, wir sind auf der Mitgliederversammlung Wikimedia Deutschland in Bamberg und ich habe jetzt einfach mal zwei Leute angesprochen, die hier sitzen, Herbert und Wolfgang. Wolfgang, sag mal, bist du aktives Mitglied, Fördermitglied? Fördermitglied. Und du bist so zum ersten Mal auf einer Mitgliederversammlung? Ja. Was für Erwartungen hattest du, als du hergekommen bist? Also mal etwas mehr zu erfahren, als das, was ich sozusagen am Bildschirm sehe, wenn ich Wikipedia aufrufe, also etwas mehr Hintergrundinformationen. Und hat sich diese Erwartung erfüllt? Bisher noch nicht, also sagen wir gut, ich habe gesehen, dass es hier auch wie bei irgendwelchen Parteien Anträge, Abstimmungen oder sonst sowas gibt, aber die Einblicke, die kommen dann ja eigentlich wahrscheinlich erst für mich mehr in dem Nachmittagsprogramm. Im Jahrmarkt für freies Wissen? Ja, beziehungsweise bei diesen beiden Einführungen da noch über Wikipedia, Wikidata. Mhm. Ja. Ja, dann schön, dann wünsche ich dir interessante Eindrücke. Okay. So, und jetzt zu Herbert. An dich dieselbe Frage. Fördermitglied, aktives Mitglied? Ja gut, man ist ja Nutzer. Nutzer ist ja fast jeder. Ne? Und ich suche ganz konkret nach Kooperationsmöglichkeiten, weil ich halt auch Daten habe, die ich gerne langfristig, nachhaltig verfügbar machen will. Also das war deine Motivation, hierher zu kommen. Was sind das für Daten? Erzähl das mal ruhig, weil es hören etliche Leute sich auch den Podcast an, worüber ich mich sehr freue. Ich bin Baumschulgärtner und vermehre seltene alte Obstsorten. Ich bin engagiert im Pomologenverein. Ich weiß, das ist auch nicht allgemein. Das sind die Leute, die sich mit seltenen historischen Sorten befassen, aber die Entwicklung geht ja natürlich weiter. Das geht auch in Gegenwart und Zukunft sind genauso wichtig. Und ich habe halt beruflich und auch durch mein ehrenamtliches Engagement großes persönliches Netzwerk. Und jetzt, wir haben schon einen Bestand von ungefähr 4000 Obstsorten katalogisiert, die online sind. Das ist ja großartig. Wie ist nochmal der Name? Wie kann man dich erreichen? Ich bin der Herbert Rittaler vom praktisch die Landesgruppe Rheinland-Pfalz vom Pomologenverein. Habt ihr eine Webseite? Wir haben auch eine Webseite. Die Webseite heißt www.obstgarten.biz. Und entscheidend ist, dass das nicht an einem Dutzend Leuten hängt, sondern dass das irgendwo jetzt eine stabile Basis kriegt. Und jetzt muss man noch hier rumfragen, wer da irgendwo System und technisch und sonst wie irgendwie uns ein paar Tipps gibt. Also ihr habt Daten, die ihr gerne bei Wikidata einstellen wollt oder was ist dein konkreter Wunsch? Ne, diese Datenbank läuft schon, aber es ist noch nicht so, dass man das nicht noch weiter gestalten könnte. Das finde ich sehr interessant. Ich würde gerne hören, wie es dann weitergegangen ist. Mal gucken, ne? Ich danke dir. Okay, wir sind auf der Mitgliederversammlung der 20. von Wikimedia Deutschland. Vor mir steht Klaus. Klaus, bist du aktives Mitglied, Fördermitglied? Ich bin Fördermitglied. Schon länger? Nee, seit einem guten Jahr. Warum bist du in den Verein eingetreten? Ja, weil ich das freie Wissen eigentlich sehr wichtig erachte und beitragen will zur Förderung und zur Finanzierung der ganzen Angelegenheit. Bist du zum ersten Mal auf einer Mitgliederversammlung? Ja, genau. Ja, das erste Mal heute. Was hattest du für Erwartungen?
Ja, ich wollte mich gerne mal informieren über die Struktur, die Organisation und die Aktivitäten, die hier so laufen. Und, was hast du mitbekommen? Ja gut, wir haben jetzt den ersten Teil der Veranstaltung hinter uns, die war eher formal, dieser erste Teil war eher formal geprägt und jetzt bin ich schon gespannt auf den zweiten Teil, der eher so die praktische Arbeit und die Inhalte, die Initiativen beschreiben soll. Was hast du für Erwartungen jetzt an den zweiten Teil? Naja, da möchte ich möglichst viel Wissen ansammeln und kennenlernen, wie bei Wikipedia die Arbeit läuft und was man so macht. Hast du selber Pläne in die Richtung, falls Wissen? Muss ich mal schauen, bin ich noch nicht sicher. Ich danke dir. Danke. Wir sind hier auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland, der 20. Vor mir steht Günther. Bist du Mitglied bei Wikimedia Deutschland? Fördermitglied bin ich. Wie lange schon? Na, jetzt ein reichliches Jahr. Was hattest du für Erwartungen, als du hergekommen bist? Ich kann zurückblicken auf ein erfolgreiches berufliches Leben, über 55 Jahre Berufserfahrung. Und habe darüber nachgedacht, wie kann man eigentlich das Wissen weitergeben oder mithelfen, dass Wissen frei bleibt. Und du hoffst, dass du das bei Wikimedia Deutschland umsetzen kannst? Ich hoffe, dass ich heute in Erfahrung bringe, wie man das machen kann. In der Mitgliederversammlung ist das mit den neuen Freiwilligen nicht so richtig deutlich geworden. Was ist da nicht deutlich geworden? Das habe ich nicht verstanden. Was ist da nicht deutlich geworden mit den neuen Freiwilligen? Na, wie kann ich mich jetzt tatsächlich beteiligen? Ich bin ja nicht Träger des Allgemeinen, des großen Wissens. Das geht nicht, das kann keiner. Aber ich habe ein bestimmtes Fachgebiet und da könnte ich mich einbringen. Und das ist nicht für mich nicht deutlich geworden. Vielleicht kommt es jetzt in der Gruppe raus. Ja, dann toi, toi, toi. Dankeschön. Danke. Wir sind hier auf der Mitgliederversammlung Wikimedia Deutschland, der 20. in Bamberg. Vor mir steht Friedrich. Friedrich, du bist Mitglied bei Wikimedia Deutschland? Ja, Fördermitglied. Schon eine Weile? Nein, seit Februar, glaube ich. Ist ja schon eine Weile her, ein halbes Jahr. Was hattest du für Erwartungen, als du hergekommen bist? Ich wollte einfach mal gucken, was das hier eigentlich ist. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung und auch keine Vorstellung, was es hier gibt. Was hast du jetzt für einen Eindruck gewonnen? Einen guten. Okay, die stelle ich ja auch eine Frage. Ja, du bist also nicht enttäuscht oder so, du läufst jetzt nicht weg, das war nicht so furchtbar. Bis jetzt war es ja eher formal, was passiert ist. Ja, aber trotzdem hat es mich so interessiert, was sind das eigentlich für Leute, die das machen? Wer ist das überhaupt? Also ich meine, bis jetzt habe ich Wikipedia einfach genutzt wie ein Lexikon und einfach so als Benutzer und ich denke, irgendjemand steht ja dahinter und das wollte ich mal erfahren. Das ist vor allem Wikipedia. Du hast auch schon mitgekriegt, dass es andere Projekte gibt. Ja, mitgekriegt, aber noch nicht genutzt. Na, dann gibt es ja jetzt den Jahrmarkt des freien Wissens, wo du da was drüber erfahren kannst. Ja, das werde ich auch angucken. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, gut, danke. Danke. Wir sind auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland, der 20. in Bamberg. Vor mir steht Lukas, Mitglied des Präsidiums von Wikimedia Deutschland. Was waren deine Erwartungen für diese Mitgliederversammlung? Meine Erwartungen waren, dass wir den Spagat schaffen zwischen, ja, nicht nur, ein Spagat ist ja zwischen zwei Dingen, aber wir hatten noch viel mehr. Wir mussten einerseits zum Beispiel die alten Hasen im Verein, denen mussten wir das bieten, was sie auf der Mitgliederversammlung wuppen wollen, was sie diskutieren wollen, was sie wissen wollen, erfahren wollen. Wir mussten uns um die neuen Mitglieder, um die Fördermitglieder kommen, die zum Beispiel zufällig in Bamberg oder in der Umgebung wohnen und deswegen einfach mal vorbeikommen. Wir wollten natürlich das Pflichtprogramm mit Bericht des Vorstands, Bericht des Präsidiums, Behandlung der Anträge abarbeiten. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Mitgliederversammlung dazu nutzen, das zu tun, worum es in diesem Verein eigentlich geht, uns um freies Wissen zu kümmern, uns über Wikipedia auszutauschen. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, sind wir gerade auf einem ganz guten Weg. Der Tag ist ja noch nicht vorbei, es passiert noch ganz viel. Wir haben heute Morgen den formellen Teil sozusagen abgefrühstückt in Rekordzeit, haben auch diskutiert inhaltlich, ein bisschen auch auf Metaebene, auf jeden Fall aber gut gelaunt und konstruktiv. Und
jetzt gerade merke ich, beginnt der informelle Teil. Die Leute sind gut gelaunt, interessiert, die Diskussionen sind am Laufen. So soll es sein. Das ist noch nicht die perfekte Mitgliederversammlung, aber es ist auf dem Weg dahin, denke ich. Sehr schön, dass du das so siehst. Du wirkst doch sehr zufrieden, so ein bisschen. Es gab Kritik an den Berichtswesen des Präsidiums und von den Arbeitsgruppen. Ja, genau. Ich muss zugeben, ich bin heute Morgen ein bisschen zu spät gekommen, deswegen habe ich nicht alle Berichte in voller Länge mitbekommen, aber wir haben gerade schon beim Mittagessen und in den Kaffeepausen mit Vorstand, Präsidium und so weiter, haben wir schon getuschelt und schon ausgetauscht, was wir da nächstes Mal besser machen können, mehr erklären, was auf der Tagesordnung steht, mehr erklären, wer sind die Rollen, die da auf der Bühne stehen, weil wir halt wie wieder mal bei den Nachfragen gemerkt haben, dass wir zum Beispiel die Fördermitglieder noch mehr abholen müssen. Wir noch mehr den Fördermitgliedern und den neuen Mitgliedern erklären müssen, was passiert gerade und vor allem, was passiert jetzt hier gerade nicht. Wir müssen noch weniger voraussetzen, dass die Leute hier ankommen und den Jahresbericht gelesen haben, die Protokolle der Präsidiumssitzungen gelesen haben und eigentlich gar nichts mehr wissen brauchen. Wir sind natürlich da so tief drin, dass wir sozusagen ganz viel voraussetzen und denken, na gut, eigentlich wissen ja schon alle alles, deswegen ist ja eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Und eigentlich wollen wir ja über Wikipedia reden, wir wollen über Urheberrechtsreform reden und wollen uns quasi, wir haben uns in unserem Kopf, waren wir den ganzen Vormittag schon bei diesem Nachmittag heute, bei dem Nachmittagsprogramm, bei dem, was wir Jahrmarkt des freien Wissens nennen. Und wahrscheinlich haben wir deswegen gedacht, ach, dann lass uns auch den formellen Teil einfach so kurz wie möglich halten, aber das ist auch nicht das Richtige. Man muss schon sozusagen auf der formellen Seite die Informationen geben, die notwendig sind, um zu verstehen, wo bin ich hier eigentlich? Und es kam immer wieder die Frage, warum bin ich hier eigentlich Mitglied? Und das ist natürlich bei so einer offenen Plattform wie Wikipedia, wo jeder sofort mitmachen kann, muss nicht mal mit Nutzerkonto anlegen, du kannst jederzeit mitmachen. Auch beim Verein kann man sich einbringen, ohne Mitglied zu sein. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel die neuen Förderrichtlinien von Wikimedia Deutschland erarbeitet, da waren auch Wikipedianer anwesend, die nicht Vereinsmitglied sind. Und die waren bei diesem Workshop genauso anwesend, genauso mitgemacht. Deswegen, warum bin ich Mitglied, wenn sowieso quasi alle Türen offen sind und ich quasi nur den kleinen Finger heben muss und quasi eigentlich nicht mal das. Ich kann einfach gleich loslegen, kann gleich mitreden, mitmachen. Und das ist natürlich auch eine Frage, die wir uns zukünftig stellen müssen, so wie rechtfertigen wir die Mitgliedschaft? Und es gibt eben auch unterschiedliche Motivationen der Leute. Wir haben Leute, die sind Mitglied geworden, weil sie immer wieder gespendet haben, dann werden sie halt auch Mitglied. Und wir haben Leute, die sind einfach Wikipedianer mit Leib und Seele und deswegen sind sie auch Vereinsmitglied. Und du hast unterschiedliche Motivationen, die Leute haben unterschiedliche Erwartungen. Und du triffst hier zum Beispiel, triffst du Fördermitglieder, die gestern Abend aus Berlin nach Bamberg angereist sind, die also eine super Überzeugung mitbringen, dass sie hier am richtigen Ort sind, dass sie sich mega interessieren, aber die überhaupt keine Vorstellungen haben, was das hier eigentlich ist. Sie kennen Wikipedia, die Website, sie haben irgendwie gespendet, sind Mitglied geworden, aber was eigentlich dieses Wikimedia ist, da haben die gar keine Vorstellung, kommen dann hier auf diese Mitgliederversammlung und werden damit überfahren, dass sozusagen die Zählkommission gewählt wird und dass über die Tagesordnung abgestimmt wird und dann kommt schon der Bericht des Vorstands, der erzählt vom Jahresplan, und berichtet über das vergangene Jahr und über das laufende Jahr. Und meine Güte, die Leute kennen den Jahresplan des vergangenen Jahres, die wissen gar nicht, was ein Jahresplan ist. Und deswegen, glaube ich, müssen wir an dieser Konstruktion Mitgliederversammlung weiter feilen, wie wir sozusagen diese Formalia, diese Berichte und dieses Abholen der verschiedenen Interessengruppen da, wo sie sind, noch besser erreichen können, damit dann am Schluss, wenn dann die eigentliche Session ist, wenn die eigentliche Beratung erfolgt, dass dann auch alle mitreden können und nicht die Leute lauter Fragezeichen auf dem Kopf haben. Ich danke dir. Interessant, was du gerade erzählt hast. Da waren sehr viele Gedanken da. Hallo, wir sind auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland, der 20. in Bamberg. Vor mir steht Barbara. Barbara, du bist Mitglied von Wikimedia Deutschland? Ja, ich bin Mitglied, Fördermitglied seit diesem Jahr und habe mich gefreut, dass ich eine Einladung zu diesem Treffen bekommen habe. Kommst du aus der Nähe von Bamberg? Nein, ich komme aus Berlin und habe jetzt sogar festgestellt, dass die Geschäftsstelle Wikimedia Deutschland in Berlin angesiedelt ist, was mir ja sehr angenehm ist. Was hattest du für Erwartungen, als du hergekommen bist?
Ich wollte gerne wissen, wie die Kulissen aussehen hinter den Internetauftritten und habe mir einen Eindruck jetzt machen können von der Administration, von der Organisation und ja, sehr positiven Eindruck. Gefehlt hat mir allerdings ein Organigramm, den von Wikimedia, das eben. Das findest du auf der Webseite. Okay, dann kann ich jetzt auch mit mehr Wissen, Hintergrundwissen auf der Webseite recherchieren. Jetzt beginnt hier der Jahrmarkt des freien Wissens. Was erwartest du davon? Impulse und auch Strategien. Und ich möchte gerne wissen, ob Wikimedia und Wikipedia, wie die zusammengehören und wie die globalen Vernetzungen sind. Die sind mir wichtig. Darf ich noch einen Satz sagen zu meiner Mitgliedschaft? Ich begleite junge Leute in Ausbildung ehrenamtlich und für mich ist es ganz elementar, dass freies Wissen für jedermann zugänglich ist, ohne dass Ansicht seiner sozialen Herkunft oder seiner Möglichkeiten. Und dieses freie Wissen sollte auch möglichst aktuell und auch unparteiisch, so weit wie es möglich geht, lesbar sein. Danke. Ich danke dir. Ich danke auch. Hallo, wir sind auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland, der 20. in Bamberg. Vor mir steht Inge. Woher kommst du? Ich komme aus Augsburg. Und du bist Mitglied von Wikimedia Deutschland? Ja, schon seit ein paar Jahren. Allerdings vielleicht eher nur so auf dem Papier. Ich war einfach von dieser Idee überzeugt und bin dann Mitglied geworden und bin jetzt dieses Jahr das erste Mal bei der Mitgliederversammlung. Was waren deine Erwartungen, als du hierher gefahren bist? Die Hintergründe, so klarere Zahlen, Hintergründe besser zu verstehen. Man bekommt ja immer auch die ganzen Links zu den Jahresberichten und so weiter, aber es ist eine recht trockene Sache, wenn man die Gesichter, wenn man so dieses Leben drumherum nicht ganz so mitkriegt. Mhm. Willst du dich auch mehr engagieren in Richtung freies Wissen? Ja, das war eigentlich schon vor ein paar Jahren so ein bisschen die Intention auch. Allerdings sind die zeitlichen Ressourcen noch sehr begrenzt, aber wenn man mal weiß, wie das geht, dann geht es ja schon ein bisschen schneller. Und es ist so eine Intention, dass ich hier mal so ein bisschen erfahre, außer diesen ganzen Knöpfen bearbeiten, Diskussion und so weiter, dass man wirklich mal ganz konkret vielleicht auch ein bisschen Anleitung dazu hat. Ich danke dir. Ja, gerne. Hallo, wir sind auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland, der 20. in Bamberg. Vor mir steht Alexander. Bist du hier aus der Gegend? Ja, aus der Gegend. Deswegen bin ich auch hier hergekommen. War für mich so ein bisschen so der kürzere Weg, sage ich mal, der ausschlaggebende Punkt, dass ich da mal mitmache. Und du bist Mitglied bei Wikimedia Deutschland schon eine Weile? Genau, seit zwei oder drei Jahren oder so. Was hattest du für Erwartungen, als du hergekommen bist? Ach, einfach mal reinschnuppern. Ich hatte jetzt keine großen Erwartungen und wollte einfach mal hinter die Kulissen schauen. Hat dich irgendwas überrascht? Ja, doch, dass es eigentlich schon relativ gut vorbereitet war und vor allem auch die Veranstaltung jetzt am Nachmittag. Da bin ich schon gespannt jetzt, was kommt. Bist du schon irgendwie aktiv? Wikipedia, Wikimedia Commons, Fotos hochladen, irgend sowas in der Art? Nee, noch gar nicht. Also nur als förderndes Mitglied. Ich danke dir. Gerne. Hallo, wir sind auf der Mitgliederversammlung von Wikimedia Deutschland, der 20. in Bamberg. Hörst du mich? Schwerhörig. Ach, schwerhörig. Vor mir steht Marianne. Du bist Mitglied bei Wikimedia Deutschland. Seit wann denn? Seit letztem Jahr, nachdem der Spendenaufruf kam. Ah so, und was waren deine Erwartungen? Ja, ich habe bevor du hier zur Mitgliederversammlung gekommen bist. Ach hier, so. Ja. Eigentlich einen Überblick zu bekommen. Ich bin eigentlich finanziell gar nicht so gestellt, dass ich besonders fördern kann, sondern ich möchte hier mitarbeiten. In welcher Form? Mir ist ein paar Mal gesagt worden, ja, sehr gerne. Aber ich muss sehen, ist das etwas, was ich machen kann und wozu ich auch Lust habe und Zeit. Hast du schon ein paar Anregungen bekommen? Ja, ich bin hier bei der Arbeitsgruppe Partizipation mit. Da möchte ich wohl mitmachen. Ich danke dir. Das waren die Stimmen, die ich eingefangen hatte in der Mittagspause der Mitgliederversammlung. 13 Leute habe ich befragt, davon waren drei aktive Mitglieder.
Und der Rest waren Fördermitglieder, die zum ersten Mal auf einer Mitgliederversammlung waren, was einen guten Schnitt für die gesamte Veranstaltung darstellt. Dann fing dann halt der Jahrmarkt des freien Wissens an. Und es gab die anderen Veranstaltungen. Ich war auf einer Sitzung, wo es um die Strategie der Foundation geht. Das bettet sich in ein Gesamtkonzept ein, das, wo sich überall in der Welt Leute treffen. Sobald es mehr als zwei sind, legen sie ein Protokoll an oder eine Mitschrift und lassen das in den Gesamtprozess einfließen. Fand es nicht so spannend. Also ich hatte mir das schon mal angeschaut auf Meta. Ich übersetze sehr viel und lese das dann auch so. Ich weiß nicht, so richtig der Funke ist nicht übergesprungen zu mir, mich da zu beteiligen an der Strategie-Diskussion. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich irgendwas bewirken könnte. Eine andere Veranstaltung, die ich besucht habe, war Wikidata Einführungsworkshop. Der war sehr gut besucht. Aber ging, glaube ich, eine halbe Stunde und war dann auch nur eine Einführung, so ein schnelles Reinschauen. Ich bin zweimal gehört mit zwei verschiedenen Leuten. Einmal Jens Ohlicht, das zweite Mal habe ich vergessen. Ein junger Mitarbeiter von Wikimedia Deutschland. Und die Zuhörer waren mit gemischten Vorkenntnissen, aber waren doch sehr angetan von dem, was sie da hörten. Bei vielen ist, glaube ich, das Interesse da mehr zu erfahren und auch irgendwas damit zu machen. Ja, das abends gab es eine Podiumsdiskussion. Muss nochmal gucken, wie jetzt genau der Titel war. Das hieß Das Wissen der Zukunft, die Rolle der Wikipedia in postfaktischen Zeiten. Auf dem Podium saßen neben einer Moderatorin Martin Kraft, ein langjähriges Mitglied und in der Fotocommunity sehr aktiv, und Webdesigner, der war auch in der Arbeitsgruppe, die sich um das Banner gekümmert hat. Dann Alice Wiegand aus dem Border Foundation. Dann Sabria David, die im Präsidium von Wikimedia Deutschland sitzt. Und ein Journalist, Radiojournalist von Deutschlandfunk, glaube ich. Bin ich mir ganz sicher, wer das jetzt genau war. Und dann blieb ein Stuhl frei. Und da konnten sich dann Leute aus dem Publikum draufsetzen und mitdiskutieren. Ich habe jetzt zu spät geschaltet, um das aufzuzeichnen. Kann jetzt also nur so allgemein darüber reden. Und es ging halt um Wikipedia, wie verlässlich ist sie denn wirklich? Es gibt ja auch wirklich veraltete Sachen dort, also die seit 10 Jahren veraltet sind. Was postfaktisch heißt ja, dass die Leute nicht mehr das glauben. Martin Kraft erzählte auch aus dem von der Hotline von Wikipedia, wo man sich hinwenden kann, wenn man Fragen hat, allgemeiner Art. Da kommt viel Unsinn an. Und unter anderem auch jemand, der sich um Chemtrails sorgte, also um die Kondensstreifen der Flugzeuge, die nach Meinung einiger Leute kein kondensiertes Wasser darstellen, sondern Chemikalien sind, die von der Regierung versprüht werden, um eine Wirkung bei der Bevölkerung zu erzielen. Martin ließ sich auf einer Diskussion per E-Mail ein, an deren Schluss dann stand, dass diese Person sagte, er findet es sehr interessant und danke für die Zeit, die du genommen hast, aber er glaubt dann doch eher seinem Kumpel, wie das mit den Chemtrails ist, als sich jetzt auf die Wikipedia oder jemand anderen zu verlassen. So viel zum Thema postfaktische Zeiten und was man bewirken kann. Ja, auch Moderatorin war Annalena Schiller. Wer mit Wikimedia Deutschland schon Bekanntschaft geschlossen hat, kennt ihre bunten Bilder, die sie bei Diskussionen malt, die grafisch darstellen, was sie hört. Das schaut sich immer sehr gut an. Und der Journalist war Maximilian Schönherr, Journalist, Musiker und Fotograf, der für Deutschlandfunk und WDR arbeitet. Ja. Podiumsdiskussion, da gab es noch Bierchen und Säckchen und dann war der Abend auch zu Ende. Ich
habe meinen Trip nach Bamberg auch selber bezahlt. Ist weniger teuer, als man so denkt. Also die Busfahrt mit dem Flixbus hat hin und zurück 50 Euro gekostet und die 3 Übernachtungen per Airbnb bei einer wirklich netten Familie hat auch nochmal 50 Euro gekostet. Kleiner Geheimtipp, wenn man sich das bezahlen lassen möchte, kann man sich für die Zählkommission melden. Das sind die, die die Stimmen auszählen, wenn es zu einer Wahl kommt. Ich habe das mir doch nicht gemacht, weil ich bin immer so pflichtbewusst. Also wenn ich mich da melde, dann zähle ich auch aus. Und das, der Nachteil ist der Zählkommission, dass man dann von der Diskussion ausgeschlossen ist. Also während man zählt, kann man halt nicht an der Diskussion teilnehmen, sie auch nicht hören, sondern muss sich halt auf die Stimmen da konzentrieren. Deswegen habe ich das gelassen, war also Selbstzahler. Habe aber auch wieder bei der Busfahrt und bei der Unterkunft interessante Leute kennengelernt. Kann es nur empfehlen. So, jetzt noch eine Sache zu dem Podcast an sich. Ich habe ja vor 2 Jahren angefangen, Podcasts zu hören. Vor einem Jahr hatte ich dann Lust, auch mal einen Podcast über Wikipedia zu hören und es gab keinen und deswegen mache ich ihn selber. Ich verfolge kein besonderes Ziel, sondern diese Mitgliederversammlung war genau das, was zum Podcast geführt hat bei mir, nämlich, dass ich andauernd interessante Gespräche dann führe auf solchen Veranstaltungen. Zu einem Thema, was mich interessiert, nämlich alles rund um Wikipedia. Und ich zeichne halt diese Gespräche auf. Wenn ihr das gern hört und wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt dann und einen iTunes-Account habt, dann gebt doch mal da eine Bewertung ab, damit der Podcast einfach bekannter wird. Oder schickt mir Feedback auf wikistammtisch.de kann man das machen. Ihr könnt mich anschreiben. Mein Benutzername bei Wikipedia ist Sebastian Wallroth. Oder schickt mir eine Mail an sebastian@wallroth.de, einfach um was hören zu lassen. Oder retweetet, wenn ich auf Twitter den Stammtisch bekannt mache. Oder schreibt auf Facebook was dazu. Weil zurzeit kriege ich wirklich nur dann Feedback, wenn ich Leute treffe und sie mir was dazu sagen. Und ich möchte gern besser werden und wachsen. Und dazu brauche ich Feedback. Ich würde mich sehr freuen. Ja. Und wo wir gerade bei Podcast sind, wie hört man eigentlich Podcast? Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen, weil ich vorher das am PC gehört habe. Also mir wurde irgendeine Sendung empfohlen, dann habe ich mich an den Rechner gesetzt und mir das da angehört. Ist aber furchtbar unbequem und die Augen sind unruhig und die Hände sind unruhig und dann macht man wirklich was, schreibt irgendwas in der Wikipedia, hört nicht richtig hin. Ich habe entdeckt, dass das halt mit dem Smartphone sehr gut geht. Das hat man dann, wenn man eins hat, doch immer dabei. Gerade wenn man jetzt im Zug oder in der Straßenbahn oder im Flugzeug sitzt und dort für die Ohren was und das Hirn etwas zu beschäftigen braucht und mit den Augen achtet man darauf, dass man die richtige Haltestelle erwischt. Und bei mir ist der Arbeitsweg 50 Minuten, das ist perfekt für eine normale Podcast-Folge. Und da ja zurück auch 50 Minuten sind, schaffe ich dann auch mal eine längere Folge. Empfehlen kann ich die öffentlich-rechtlichen Sender, die stellen ihr Programm in Ausschnitten zur Verfügung. Jetzt nicht wie ein Radioprogramm, sondern die Feature. Ich höre mir die ganzen Wissenschaftsmeldungen an, SWR 1000 Fragen beispielsweise oder Deutschlandradio Nachrichten aus der Wissenschaft. Mein persönlicher Favorit an Podcasts ist Methodisch Inkorrekt. Theoretische Physiker sprechen über Paper, wissenschaftliche Paper, die sie in den letzten 2 Wochen gelesen haben, die meist sehr lustig sind oder lustig dargestellt werden. Die Typen sind auch lustig. Dann wird ein Bier verkostet, was meist von Hörern zur Verfügung gestellt wird, wo ich auch nichts dagegen hätte, wenn mir sowas passieren würde. Und das ist richtig unterhaltsam. Und das kann dann schon mal 2-3 Stunden dauern, aber das lohnt sich auf jeden Fall, das sich anzuhören. Minkorrekt, ich habe es empfohlen. So, ich danke euch fürs Zuhören und wie ich es jetzt mir angewöhnt habe, spiele ich auch ein Stück freie Musik zum Abschluss, in dem Fall von The Joy Drops. Das ist ein Trio, die mit Gitarre, Trompete und Bass in diesem Fall das Spiel Not Drunk eingespielt haben, aber so zur Verfügung gestellt haben, dass man es leicht remixen kann. Also die Trompete extra, Bass extra und so weiter. Und es geht ordentlich ab, die Musik. Ich finde sowas lustig und hört euch an. Habt viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal.
sun goes down. Get with my party and I begin to count. I don't care what the people are thinking. I'm not drunk, I'm just a drinker. I set them up another round. I'll set them up another round. I'll set them up another round. One more round won't get me down. To fuss, and I said, honey, honey, I don't care what the people are thinking. I'm not drunk, I'm just drinking. I set him up another round. I set him up another round. I set him up another round. One more. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.